die Zirbeldrüse, das dritte Auge und die größte Vertuschung der Menschheitsgeschichte. Die Zirbeldrüse ist das geheimnisvollste Organ im endokrinen System. Da müssen jetzt Shoutouts rausgehen auf jeden Fall an den Bruder Kianos, ja? Eine der unglaublichsten Funktionen der Zirbeldrüse ist die Freisetzung von N,N-Dimethyltryptamin, besser bekannt als DMT, was unserem Bewusstsein hilft, den Körper zu verlassen und sich wieder der spirituellen Welt anzuschließen. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Love Gang ist am Start. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Reaction. Die Zirbeldrüse, das dritte Auge und die größte Vertuschung der Menschheitsgeschichte. Oh shit, man. Haptik, Bro. 2 Monate am Start. Sub reingehauen. Support die Vibes. Der Bruder glaubt an mich und glaubt an unsere Message. Ich liebe dich, Bro. Thank you very much. Hau die Force of the Realness rein. One love. Gang. Die Zirbeldrüse ist das geheimnisvollste Organ im endokrinen System. Sie wird auch das Epizentrum der Erleuchtung, der Sitz der Seele oder das dritte Auge genannt. Diese winzige, erbsengroße Drüse hat die Form eines kleinen Tannenzapfens und befindet sich im Zentrum unseres Gehirns. Ich habe das erste Mal von der... Da müssen jetzt Shoutouts rausgehen auf jeden Fall an den Bruder Kianos, ja? Ich habe das erste Mal von der Zirbeldrüse gehört von Kianos. Und zwar nicht jetzt letztens erst, sondern vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist. Lass 3 Jahre sein, 4 Jahre sein oder so. Weißt du, wie ich meine? Da hat der Bruder das erste Mal, auch in einem Twitch-Live-Talk war das. War nicht im Real-Live-Talk. Das war in einem Twitch-Live-Talk. Das war der erste Twitch-Live-Talk, den ich mit ihm gemacht habe, glaube ich. So. Da hat er mir von der Zirbeldrüse erzählt und dass er im Knast die Zeit genutzt hat, um seine Zirbeldrüse zu entcracken. Und da hat er auch schon von Solfeggio-Frequenz und so geredet. So. Also Kianos, bester Mann. One love auf jeden Fall. Sie ist lichtempfindlich und produziert das Hormon Melatonin, das die Schlafzyklen beeinflusst. Eine der unglaublichsten Funktionen der Zirbeldrüse ist die Freisetzung von N,N-Dimethyltryptamin, besser bekannt als DMT. DMT wird auch als Geistermolekül bezeichnet und wird von vielen als eines der stärksten Psychedelika angesehen. Menschen, die DMT konsumiert haben, berichten von mystischen Visionen, die oft viel stärker sind als bei anderen Psychedelika. Sie haben das Gefühl, in andere Realitäten entführt worden zu sein, mit empfindungsfähigen, interdimensionalen Wesen interagiert zu Ich habe vorhin, gestern meine ich, habe gestern das Video fertig geschnitten zum Thema Ayahuasca, diese eine Ayahuasca-Erfahrung, die wir uns reingezogen haben. Habe ich fertig geschnitten, hochgeladen, natürlich entmonetarisiert. Ich küsse euer Herz, wird auf jeden Fall aber die Tage kommen auf Leon Lovelock Highlights. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Falls ihr noch nicht abonniert habt, geht drüber, abonniert. Lasst ein Abo da, lasst ein paar Likes da, ein paar Kommentare, dies, das. Genau. Und auch DMT, das Geistesmolekül. Für alle Leute, die sich dafür interessieren, darüber haben wir auch eine Doku hochgeladen auf dem Highlight-Kanal. Also check it out. Haben und ihre gesamte Weltanschauung durch viszerale Erfahrungen verändert zu haben, die realer zu sein schienen als ihr tägliches Leben. Vereinfacht gesagt, kann die Zirbeldrüse das Molekül produzieren, das unser Bewusstsein in die höheren Dimensionen transzendieren und uns mit der göttlichen Einheit des Universums verbinden kann. Wenn wir deswegen, Freunde, Solfeggio, Meditation, Frequenzen, das ist so wichtig, Leute, wirklich so wichtig, weil man realisiert fast gar nicht, mit was für Frequenzen man den ganzen Tag umgeben ist, weil man sieht die Frequenzen ja auch nicht alle so, weißt du? Auch mit Handy und mit dem ganzen Technikzeug, was gerade auch vor mir steht, so. Das hat alles einen Effekt auf unseren Körper und definitiv auch auf die Zirbeldrüse und auf andere Geschichten im Gehirn, so. Deswegen ist es extrem wichtig, so viel wie möglich davon zu detoxen, am Tag so viel wie möglich weg von Technik zu sein, mit der Natur zu connecten, versuchen im Moment zu sein, zu meditieren, um somit halt auch diese Sinne und das alles wieder besser anzuschalten, weißt du? Schlafen produziert die Zirbeldrüse kleine Mengen DMT, das die treibende Kraft hinter unseren Träumen ist. Noch erstaunlicher ist, dass die Zirbeldrüse während des Todes das Gehirn mit einer riesigen Dosis DMT überflutet, was unserem Bewusstsein hilft, den Körper zu verlassen und sich wieder der spirituellen Welt anzuschließen. Laut vielen alten und modernen Quellen kann die Zirbeldrüse
oder das dritte Auge, ein Geheimnis für spirituelle Weisheit, Inspiration und psychisches Bewusstsein enthalten. Die Nutzung seiner Kräfte könnte für die körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit von entscheidender Bedeutung sein und gleichzeitig ein Tor zu einem höheren Bewusstsein. Die Zirbeldrüse ist seit der Antike ein Thema von großem Interesse. Galen beschrieb sie im 3. Jahrhundert und der Philosoph René Descartes identifizierte die Zirbeldrüse als Sitz der Seele. Seine Erklärung René Descartes, na Mann. Für diese Schlussfolgerung ist ziemlich interessant. Meiner Ansicht nach ist diese Drüse der Hauptsitz der Seele und der Ort, an dem all unsere Gedanken gebildet werden. Der Grund, warum ich das glaube, ist, dass ich keinen Teil des Gehirns finden kann, außer diesem, der nicht doppelt ist. Da wir mit zwei Augen nur eine Sache sehen und nur eine Stimme mit zwei Ohren hören und, kurz gesagt, nie mehr als einen Gedanken auf einmal haben, müssen die Eindrücke, die durch die zwei Augen oder die beiden Ohren eintreten und so weiter, sich in irgendeinem Teil des Körpers miteinander vereinigen, bevor sie von der Seele betrachtet werden. Nun, es ist ganz unmöglich, im ganzen Kopf eine solche Stelle zu finden als diese Drüse. Außerdem befindet sie sich an der geeignetsten Stelle zu diesem Zweck, in der Mitte aller Höhlungen. Und sie wird gestützt und umgeben von den kleinen Ästen der Halsschlagadern, die die Geister in das Gehirn bringen. Descartes? Ja. Krass. Schwester. Einer der wenigen Philosophen, der Erfahrung in Vivisektion und Anatomie hatte und zu Recht auf die einzigartige Natur der Lage der Zirbeldrüse im Gehirn hinwies. Es wird allgemein angenommen, dass die Zirbeldrüse der Schlüssel zu unserem spirituellen Erwachen und unseren psychischen Fähigkeiten ist. Traditionell wird die Zirbeldrüse als das dritte Augenchakra bezeichnet, auch als Ajna-Chakra bekannt, das zurückgesetzt und zwischen unseren beiden physischen Augen liegt. Fast jede alte Zivilisation kannte die Zirbeldrüse. Und wir können das deutlich in ihrer Symbolik erkennen. Der Tannenzapfen diente als symbolische Darstellung der menschlichen Erleuchtung, des dritten Auges und der Zirbeldrüse und ist überall auf der Welt zu sehen. Beginnend mit einer der ältesten Zivilisationen auf unserem Planeten, den alten Sumerern, können wir viele Hinweise auf die Zirbeldrüse finden. Man zeigte die Anunnaki-Götter in Bildern, meist einen Tannenzapfen haltend. In dieser speziellen Darstellung können Sie sehen, wie ein Anunnaki einen Tannenzapfen hält und damit einen stilisierten Baum beeinflusst, der merkwürdigerweise dem DNA-Strang sehr deutlich ähnelt. Und wir wissen alle, dass der DNA-Strang tausende von Jahren später, im 19. Jahrhundert, entdeckt wurde. Im alten Ägypten kann das prominenteste Symbol, das Auge des Horus, direkt als Karte unseres Gehirns verwendet werden. Einer hat gerade gefragt, ob ich schon mal DMT genommen habe. Nope, habe ich noch nicht. Allgemein keine Psychedelics bis jetzt genommen. Es hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem Zentrum unseres Gehirns und natürlich der Zirbeldrüse. Der Ureus oder die Schlangenkrone, die auf Also Jani, die haben uns Zirbeldrüse eingesetzt, Yasuke. I don't know, bro. I don't know. Diese ganze Anunnaki-Sache und so, ich bin da jetzt auch nicht so deep drin. Aber Zirbeldrüse ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Auch wie die verkalkt wird, mit welchen Produkten, mit welchen Frequenzen, mit welchen Sachen so die verkalkt wird und wir dann den Zugang zu unserem Bewusstsein und zu der Verbundenheit verlieren. Deswegen schön Zahnpasta ohne Fluorid, salztechnisch achten, Wasser achten, diese ganzen Sachen versuchen immer besser in den Griff zu bekommen und immer bewusster zu konsumieren. Auch was Medien angeht, was Fernsehen angeht, was Serien angeht, was Musik angeht. Du bist, was du konsumierst, ist kein Schwachsinn. Weißt du, wie ich meine? Du bist, was du konsumierst, ist echt. Deswegen guck, dass du immer besser konsumierst, immer bewusster konsumierst und generell versuchst, dein Bewusstsein mit allem zu steigern, wie du sprichst, mit was für Menschen du dich umgibst, was du als Arbeit tust, was du konsumierst. Diese ganzen Sachen immer schön auf dem Schirm behalten und alles so bewusst wie möglich tun. Ägyptischen und nubischen Königshäusern abgebildet ist, gilt auch als Referenz für das dritte Auge und ist ein Symbol für Weisheit, Macht und Schutz. Richard Cassaro. Einer fragt aber, welches Wasser kann man denn trinken? Am besten strukturiertes, Bro.
Google einfach strukturiertes Wasser kaufen in meiner Nähe. Ein in Madrid lebender Autor, Dozent und Dokumentarfilmer entdeckte ebenfalls die herausragende Rolle, die das dritte Auge in der altägyptischen Kultur hatte. Er entdeckte viele Darstellungen des dritten Auges, insbesondere im Aten-Symbol. Er sagte, das Aten steht für das erwachte dritte Auge, das die Seele im Inneren oder die Sonne im Inneren sieht. Wobei diese Seele oder Sonne wirklich das höhere Selbst oder der göttliche Funke in uns ist. Das Aten ist somit ein Symbol sowohl für das dritte Auge als auch für die Innenseele, die das erwachte dritte Auge sieht. Richard Cassaro entdeckte die auffallende Ähnlichkeit zwischen dem Aten-Symbol und dem Bindi im Hinduismus, dem auf der Stirn abgebildeten Punkt. Das Bindu ist mit dem Ajna-Chakra oder dem Chakra des dritten Auges verbunden. Dieses uralte Symbol des dritten Auges findet sich nicht nur im Hinduismus, sondern auch im Buddhismus und Taoismus. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass Symbole des dritten Auges auch in den neuen Weltreligionen der alten Maya, Azteken, Tolteken, Olmeken, Inka- und Prä-Inka-Kulturen vorhanden sind, wie von Cassaro entdeckt. Ihm zufolge gibt es eine lange Geschichte des dritten Auges in der sogenannten okkulten Tradition oder hermetischen Tradition. Und diese Tradition lehrt, dass unsere Vorfahren während eines längst vergangenen goldenen Zeitalters, tausende von Jahren vor den ersten bekannten Zivilisationen, ein physisches drittes Auge in der Mitte ihrer Ach du Scheiße, man, ein physisches drittes Auge. Das ist natürlich eine heftige Geschichte hier an der Stelle. Ja, jetzt sind wir tief in der Recherche drin, meine Jutzen. Davon habe ich noch nie gehört. Hatten. Als sich der Mensch entwickelte, verkümmerte dieses dritte Auge und wurde zur modernen Zirbeldrüse, die sich genau im geometrischen Zentrum des menschlichen Gehirns befindet. Seltsamerweise unterstützen wissenschaftliche Beweise die Möglichkeit, dass unser drittes Auge oder unsere Zirbeldrüse einst unser erstes Auge war. Unter dem Mikroskop besteht die Zirbeldrüse aus Zellen, die die gleichen Eigenschaften haben wie die stäbchenförmigen, lichtempfindlichen Zellen unserer Netzhaut. Die Zirbeldrüse empfängt Signale, die über die Sehnerven wandern, genau wie unsere physischen Augen. Echt? Es scheint, dass das primitive dritte Das ist krass. Auge einst als Standortorgan vor unseren heutigen Augen fungierte, genau wie die alten Zivilisationen es beschrieben haben. Digga, stell dir vor, du hast einfach noch ein Auge hier oben auf gemütlich. Digga, stell dir vor, du triffst einen Menschen, der hat noch ein drittes Auge hier oben, einfach offen so. Guck dich damit an. Wild. Heute funktioniert das dritte Augenorgan nicht mehr in unserem täglichen Leben und muss bewusst geweckt oder aktiviert werden. Die Zirbeldrüse oder das dritte Auge jedes Menschen kann für spirituelle Weltfrequenzen aktiviert werden. Wie bei Dragon Ball. Ah, bei Dragon Ball hat einer ein drittes Auge, gell? Ihnen ermöglichen können, auf die höheren Dimensionen des Bewusstseins zuzugreifen und das Gefühl einer allwissenden Gott... Tecmo sagt gerade, Brillen werden dann 33% teurer. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro. ...ähnlichen Euphorie und Einheit um sich herum zu haben. Wenn die Zirbeldrüse mit Hilfe tiefer Meditation oder verschiedener anderer spiritueller und esoterischer Praktiken auf die richtigen Frequenzen eingestellt wird, kann eine Person außerkörperliche Erfahrungen machen, die im Volksmund als Astralreise oder Astralprojektion bekannt sind. Mit fortgeschritteneren Praktiken und alten Methoden ist es auch möglich, die Gedanken und Handlungen von Menschen in der physischen Welt zu beeinflussen und zu fühlen. Die Kultivierung der Kraft des dritten Auges ist das Tor zu unglaublichen Kräften wie Telepathie, Hellsehen, luzidem Träumen, Aurasehen und sogar kleinen... Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich auf jeden Fall schon von Natur aus irgendwie eine getriggerte Zirbeldrüse habe, beziehungsweise dass die nicht so vercrackt ist wie bei den meisten Menschen, weil ich schon ganz früh immer sehr viel gefühlt habe, Dicker. Und darüber haben sich auch schon ein paar Leute so lustig gemacht und so, aber ich nehme das brutal ernst, weil mein Gefühl, was ich hatte, hat mich in meinem ganzen Leben noch nie enttäuscht. Noch nie. Und wenn ich einen Menschen treffe, fühle ich sofort, was das für ein Mensch ist.
sofort. Nach 5 Minuten, nicht mal 5 Minuten. Die ersten Worte, die man austauscht, man muss nicht mal Worte austauschen. Ich sehe das in den Augen, in den Blicken, in dem Verhalten, wie der Mensch sich verhält, kann ich einschätzen, zu was dieser Mensch fähig wäre. So. Und ich habe noch nie eine Fehlentscheidung getroffen, was das angeht. Noch nie in meinem ganzen Leben. Was Menschen angeht und auch was Ereignisse und so angeht. Ich habe eine krasse Connection irgendwie zu irgendwas, wo ich immer vom Gefühl her weiß, okay, das ist richtig, das ist nicht richtig, der könnte falsch sein, der ist nicht falsch, der hat ein gutes Herz, der hat kein gutes Herz, beziehungsweise noch keinen Zugang gefunden, so, weil ich glaube, im Kern haben wir alle ein gutes Herz, nur die meisten haben sich das auch voll cracken lassen einfach. Und deswegen glaube ich halt, dass ich da von Natur aus schon gesegnet bin irgendwie von Gott. Und wenn ich mich aber mit solchen Sachen beschäftige und dann noch meditiere und so andere Dinge tue, dann habe ich einen noch heftigeren Zugang, so weißt du? Und das ist eigentlich geil, fühle ich. Urteilen wie verbesserte Schlafqualität und gesteigerte Vorstellungskraft. Die Illusion der Trennung zwischen Selbst und Geist löst sich auf, wenn die Verbindung des dritten Auges kultiviert wird. Wenn Sie Ihr drittes Auge öffnen, erhalten Sie Zugang zu den höheren Dimensionen. Sie werden in der Lage sein, im Traum zu erwachen, zwischen Realitäten zu wandeln und die Grenzen der Menschheit zu überwinden. Wenn Ihr drittes Auge jedoch blockiert ist, kann dies zu Verwirrung, Unsicherheit, Zynismus, Eifersucht und allen anderen niederfrequenten Emotionen führen. Oh geil, niederfrequente Emotionen, das muss ich mir merken. Fühle ich, Digga. Den Begriff fühle ich. Niederfrequente Emotionen. Davon gibt es ganz viele, auch gerade hier auf dieser Plattform. Eigentlich 99% ist niederfrequent, na Mann. Durch ein offenes und lebendiges drittes Auge kann die höchste Quelle ätherischer Energie eintreten. Während die physischen Augen die physische Welt wahrnehmen, sieht das dritte Auge die wahre Welt. Niederfrequent it out, man. Ihr seid doch die Niederfrequentierten, oder? Ein einheitliches Ganzes mit einer unnachgiebigen Verbindung zum Geist. Wenn Sie auf körperlicher, emotionaler, mentaler und spiritueller Ebene gesund sein wollen, müssen Sie lernen, wie Sie durch Aktivierung Ihrer Zirbeldrüse auf hochfrequente Energie zugreifen können. Diese Art von Heilenergie ist für die Gesundheit unerlässlich, da sie die Frequenz Ihres Körpers und Ihrer Seele erhöht. Wenn Sie sich mit hochfrequenter Energie umgeben, verbessert sich Ihre Gesundheit. Wenn Sie sich andererseits mit niederfrequenter Energie umgeben, verschlechtert sich Ihre Gesundheit. Laut einigen Frequenzforschern liegen die Frequenz... Ich habe schon damals, war es auch schon immer so, dass meine besten Freunde oder gute Freunde von mir haben mich immer auch den, den Vibes-Detektor genannt. So. Du bist so ein Vibe... So, Digga, der hat immer so, okay, das hier ist schlechte Vibes, lass uns hier weggehen. Ich bin immer so, ich fühle hier nichts Gutes so. Bei den Menschen fühle ich keine guten Vibes, lass uns hier abhauen. Wie hat Vibe-Detektor hat mich der PowerPoint immer genannt, Digga. Du bist der Vibe-Detektor, Bro. Ich bin so wie so ein Detektor. Piep, 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 piep. Negative Vibes, weg hier. Vibe-Detektor in, man. Eines gesunden menschlichen Körpers zwischen 62 und 78. Der Love-Lokometer, weißt du. Der Love-Lokometer, Digga. Geil. 60 Megahertz. Jede Frequenz unter 62 Megahertz macht den menschlichen Körper anfällig für Krankheiten und Gebrechen. Je niedriger die Frequenzrate, desto anfälliger ist der menschliche Körper für Krankheiten und Gebrechen. Sobald die Frequenzrate des menschlichen Körpers 25 Megahertz erreicht, steigt das Todesrisiko dramatisch an. Nach all diesen Jetzt müsste man mal studieren, so welche gewissen Frequenzen wir ausgesetzt sind, auch welche gewisse Frequenzen Musik hat und so eine Sachen, weißt du, wie ich meine, so. Und wenn wir die ganze Zeit in den niedrigen Schwingungen sind, guck mal, anfälliger für Krankheiten, wir sterben früher, diese ganzen Sachen, so, weißt du? Fuck. Möglichen Informationen, fragen Sie sich. Und nicht nur Frequenzen sind ja auch nicht nur Musik, Töne und sowas, sondern auch, wie sie gesagt hat, Emotionen und so können Frequenzen sein. Nachrichten können Frequenzen sein, Menschen können dir eine gewisse Frequenz ausstrahlen und so, weißt du, wie ich meine, wir sind eigentlich den ganzen Tag von Frequenzen umgeben, egal was wir tun, egal was wir machen, egal was wir reden, selbst unser Wort hat eine gewisse Frequenz, unsere Stimme hat eine gewisse Frequenz, das ist heftig. Vielleicht, wenn jeder eine Zirbeldrüse hat, die diese unglaublichen Kräfte und Vorteile verleiht, warum sind wir alle von Menschen umgeben, die leiden, um zu überleben, als Sklaven arbeiten, ohne das System überhaupt in Frage zu stellen.
Diese geistige Versklavung unserer Gesellschaft wird hauptsächlich durch die Tatsache verursacht, dass die Zirbeldrüse der meisten Menschen vollständig verkalkt ist und dass die Verkalkung der Zirbeldrüse absichtlich... Digga, krass, ist das ein echtes Bild von der Zirbeldrüse da links gerade? Way yo, heftig. ...systematisch von unseren Regierungen erzwungen wird. Es wird seit langem angenommen, dass Natriumfluorid... Alles im Universum ist Frequenz, Nikola Tesla. Bester Mann, rest in peace. ...hilft, unsere Zähne zu stärken und die Bildung von Karies zu stoppen. Doch mehr... Erstmal eine Lovelock-App erstellen, die auf Google Maps-Basis die Areas rot markiert, die schlechte Vibes haben und dir die guten Vibes haben grün. Überall da, wo Lovelock gerade rumhängt, ist es automatisch grün. So, auch mit so einem Detektor noch inside, so, weißt du, wie ich meine? Wenn du auch zu Hause bist oder wenn du Besuch hast oder so, einfach mit Detektor kurz scannen, so. Naja, die oder der ist niederfrequent raus. Detektor in den und mehr Forschung beweist, dass diese Informationen falsch sind. Fluorid wird seit Jahren unserer Zahnpasta, unserer Nahrung und unserer Wasserversorgung zugesetzt. In den späten 90er Jahren führt eine Wissenschaftlerin namens Jennifer Luke die erste Studie über die Auswirkungen von Natriumfluorid auf die Zirbeldrüse durch. Sie stellte fest, dass die Zirbeldrüse ein Ziel für Fluorid war, weil sie mehr Fluorid absorbierte als jede andere physische Materie im Körper, sogar Knochen. Das Fluorid wird von der Zirbeldrüse wie ein Magnet angezogen. So krass, ich schwör's dir. Man kann natürlich jetzt auch wieder die Theorie-Vibes anschmeißen an der Stelle und mal einfach vermuten, dass eventuell so viel Fluorid in allem drin ist, einfach um diese Zirbeldrüse weiter voll zu cracken, damit wir Menschen nicht bewusster werden. Also ich glaube sowieso, dass ein Riesenplan von großen Mächten auf der Welt ist, Menschen vom Bewusstsein fernzuhalten. Menschen sollen so unbewusst wie möglich sein. Und ich glaube, wir werden von klein auf dahin trainiert, dass wir nicht mehr bewusst sind, sondern dass wir nur noch in unseren Gedanken gefangen sind, in dem ganzen Weltlichen gefangen sind und null Zugang zu unserem Herz haben, null Zugang zu dem, was uns alle zusammenbringt haben, so, damit wir schön alleine für uns kämpfen, Survival of the Fittest und so ein Scheiß und einen Fick darauf geben, wie es dem Nächsten geht und so, damit wir auch schön weiterhin programmierbar sind an der Stelle, ja? Und der Konsum von Fluorid verkalkt die Drüse und macht sie nicht mehr wirksam, um die gesamten hormonellen Prozesse im Körper auszugleichen. Natriumfluorid zerstört unsere Fähigkeit, uns mit den höheren Frequenzen zu verbinden und unser volles Potenzial freizusetzen. Aus diesem Grund ist es in Lebensmitteln, Getränken, unserem Bade- und Trinkwasser und sogar in unserer Zahnpasta weit verbreitet. Natriumfluorid wird in 90% der Wasserversorgung der Vereinigten Staaten eingesetzt. Diese riesige Verschwörung gegenüber der Menschheit soll uns einfach kontrollierbar und leicht gehorsam machen. Tatsächlich wurde das Fluorid erstmals von den Nazis und von den Sowjets in ihren... nee, oder? Von denen ist ja echt viel guter Shit gekommen, ne? Schwör's dir. MK Ultra, Bro. Fluorid. Das ist unser Land, meine Freunde. Missionslagern in das Wasser eingebracht, um die Lagerbevölkerung gefügig zu machen und die Autorität nicht in Frage zu stellen. Wie gesagt, Fluorid wird in Zahnpasta verwendet. Und wenn Sie auf die Rückseite Ihrer Zahnpastatube schauen, sehen Sie ein Etikett, auf dem steht, dass Sie medizinische Hilfe holen und eine Giftinformationszentrale kontaktieren sollten, wenn Sie mehr Zahnpasta schlucken, als Sie zum Zähneputzen verwendet haben. 1 Gramm Fluorid kann ein Baby töten. Und in einer Zahnpasta... What the fuck, Bro? 1 Gramm Fluorid kann ein Baby töten? Digga, das ist krass. Ich schwör's dir. Vor allen Dingen, geh mal in den Laden rein und frag mal, ob die Zahnpasta ohne Fluorid haben. Viele wissen gar nicht Bescheid. Weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken gehen jetzt hier. Tube ist... Bin froh, ich habe hier in Mexiko auch auf jeden Fall Zahnpasta ohne Fluorid gefunden. Ungefähr diese Menge enthalten.
Fluorid ist auch der Hauptbestandteil von Ratten- und Kakerlakengiften und ein Grundbestandteil sowohl von Prozac als auch des Sarin-Nervengases. Allein 28 Gramm Natriumfluorid können einen 100 Pfund schweren Erwachsenen töten. Die Zirbeldrüse, von der lange angenommen wurde, dass sie unser Sitz des Bewusstseins ist, wird durch Fluorid verkalkt. Und viele Verschwörungstheoretiker glauben, dass die Regierung versucht, den spirituellen Fortschritt und die Erweiterung der bewussten Intelligenz zu stoppen. Trotz der spirituellen Wirkungen löst die Verkalkung der Zirbeldrüse auch eine frühe Pubertät und psychische Störungen aus. Tatsächlich haben 24 Studien gezeigt, dass fluoridiertes Wasser den IQ von Kindern senkt und der Konsum tödliche Hirnschäden verursachen und das visuell-räumliche Bewusstsein beeinträchtigen. Guck mal, Fluorid lowers children's intelligence by 7 IQ points. Harvard Study. Ja, für alle hier, die alle Quellenbesessenen unter euch. Hier, Harvard Study. Eine andere Studie fand heraus, dass die Verabreichung von Fluorid an Tiere das männliche Fortpflanzungssystem zerstörte. Das ist so crazy und das ist auch, glaube ich, nicht das Einzige, weißt du, wie ich meine, so. Es ist, Alter, ich glaube, um ein, so ein richtiger normaler Mensch zu sein, der eigentlich mehr oder weniger unbeeinflusst ist von diesen ganzen Mächten, die versuchen, einen unten zu halten, programmierbar zu machen etc., ist sehr, sehr schwer. Meiner Meinung nach, da darfst du keine Tiere konsumieren. Diese ganzen Produkte, die im Supermarkt sind, da muss man 80-90% weglassen. Auf Wasser musst du achten, mit was du Zähne putzt, musst du achten, was du dir reinziehst, musst du achten, was für Musik du hörst, musst du achten. Also es gibt extrem viele Sachen, auf die du achten musst, damit du so halbwegs ein normaler eigentlich das bist, was wir im Ursprung eigentlich sind, weißt du? Durch die Einnahme niedriger Fluoriddosen erfahren die männlichen Tiere eine verringerte Fruchtbarkeit, geschädigte Spermien und einen niedrigen Testosteronspiegel. Die gleichen Ergebnisse wurden in Humanstudien beobachtet, in denen Männer aus Gebieten mit fluoridiertem Wasser weniger Testosteron hatten und eher unfruchtbar waren. Die Schilddrüse wird auch stark durch Fluorid beeinträchtigt und kann eine Hypothyreose verursachen, eine Unterfunktion der Schilddrüse, die zu Depressionen, Müdigkeit, Gewichtszunahme, Muskel- und Gelenkschmerzen, erhöhten Cholesterinwerten und Herzerkrankungen führt. Bevor Sie überhaupt daran denken, Ihre Zirbeldrüse zu aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass jede Fluoridquelle aus Ihrem täglichen Leben ausgeschlossen wird. Das ist halt mit Wasser ist halt heftig, weißt du, wie ich meine? So, ich bin mir sicher, dass das Wasser hier in Mexiko auch nicht gut ist, ja? Bin ich mir 1000%ig sicher, weißt du? Okay, ich denke, im Kokosnusswasser ist kein Fluorid drin. Ich denke, ich weiß das, kommt direkt aus der Kokos. Das ist gar kein Problem. Da ist dann das Plastik noch das Problem. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ich muss mich hier echt mal informieren, wie ich an Wasser rankomme, wo ich mir sicher bin, dass da kein Fluorid zugesetzt ist. So. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Challenge. Sobald Sie das getan haben, können Sie mit der Entkalkung Ihrer Zirbeldrüse mit Tamarindenfrucht beginnen. Tamarindenfrucht. Digga, das muss ich mir aufschreiben, ich schwör's dir. Das ist uns ein Cracken, meine lieben Freunde, das geht so nicht weiter. Die Frucht des afrikanischen Tamarindenbaums ist äußerst effektiv bei der Entgiftung des Körpers von Fluorid. Die Wasserfälle bei Venezuela, ja Mann, Venezuela ist gar nicht so weit weg sogar. Ich wette mit dir, hier gibt's bestimmt auch irgendwo Quellwasser. Hat es bei dir in der Nähe eine? Ja, ja, Digga, ich bin mir eigentlich sicher, es gibt bestimmt irgendwas. Man muss nur ein bisschen Research machen. Aber ich kenne sehr viele Spirituelle, auch Gelehrte hier, die auch Retweets machen und so. Mit einem will ich auch einen Talk machen. Immer wenn ich den sehe, habe ich das Gefühl, das ist mein Bruder. Seine Augen, ich gucke ihn in die Augen und ich denke, ey Bro, du bist mein Bruder, mein leiblicher Bruder. So. Und der, glaube ich, kann mir dabei helfen auch. Der hat bestimmt hier ein paar Leute, die ihr kennt auch, weißt du? Oder Quellen oder irgendwas so. Die ergab, dass Kinder, denen Tamarinde verabreicht wurde, im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant mehr Fluorid im Urin ausschieden. Und dies kann die Auswirkungen der Skelettfluorose stoppen oder sogar umkehren. Ein weiteres natürliches Entgiftungsmittel ist roher Apfelessig. Er hilft aufgrund... Roher Apfelessig. Wir gehen rein, Freunde, ja? Reicht jetzt hier. Wir lassen uns nicht mehr voll cracken hier auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Seine Apfelsäure-Eigenschaften, die Zirbeldrüse zu entkalken. Apfelsäure ist eine organische Verbindung, die Früchten ihren säuerlichen Geschmack verleiht. Als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, unterstützt es das Verdauungssystem und hilft dem Körper bei der Entgiftung. Aktivkohle kann auch helfen, den Körper...
Nimster 8 sagt, hab mir zufällig einige Videos von dir auf YouTube gegönnt und bin nun hier gelandet. Selten einen so positiven und bewusstseinserweiternden Menschen hier gesehen. Danke dir auf jeden Fall. Mach bitte weiter so. One love, Nimster 8. Thank you very much. Geil. Fühl ich. Dankeschön. Danke für die schönen Worte. Entgiften. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, bestimmte Gifte, Schwermetalle und andere Toxine zu binden und aus ihrem Körper zu spülen, was sie zu einer wunderbaren Substanz für die akute und allgemeine Entgiftung macht. Mit was ich auch anfangen will, ist CMOS. Wer von euch hat schon mal von CMOS gehört? Das sind so jamaikanische Algen, die zu einem Gel verarbeitet werden und die kann man dann auch quasi in Getränke reinmischen. Man soll, glaube ich, einen Teelöffel am Tag zu sich nehmen. Unser Körper hat, glaube ich, 110 Mineralien oder irgendwie 100 noch was Mineralien in sich. Und dieses CMOS hat 99% davon. Ja, crazy. Sobald Sie Ihre Zirbeldrüse entkalkt haben, können Sie damit beginnen, die verschiedenen Methoden zur Aktivierung Ihrer Zirbeldrüse oder Ihres dritten Auges zu üben. Die älteste und mächtigste Methode ist natürlich die Meditation. Tiefe Meditationszustände zu erreichen und dann all ihre Energie auf den Bereich ihres dritten Augenchakras zu fokussieren, kann eine unglaublich wirkungsvolle Methode zur Aktivierung ihrer Zirbeldrüse sein. Es kann viel Übung und Konzentration erfordern, aber es ist eine der besten Möglichkeiten, ihr drittes Auge zu öffnen. Eine gute Zeit, um die Aktivierung ihres dritten Auges zu üben, ist gleich nach dem Aufwachen, da sich ihr Gehirn immer noch im Theta-Zustand befindet, was die beste Zeit für spirituelle Übungen ist. Anstatt aufzustehen, sollten Sie still liegen bleiben und Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr drittes Auge richten, mit der Absicht, es zu öffnen. Je mehr Sie üben, Ihre Zirbeldrüse oder Ihr drittes Auge zu benutzen, um über die materielle Welt hinauszusehen, desto stärker wird sie. Wenn Ihre Zirbeldrüse stärker und aktiver wird, wird auch Ihre Fähigkeit, auf hochfrequente Energie zuzugreifen, zunehmen. Während sich viele Meditierende bewusst sind, dass bestimmte Meditationstechniken helfen können, die Zirbeldrüse zu aktivieren, erkennen viele von ihnen nicht, dass einfaches Sonnenbaden auch eine große Rolle bei der... Sun, ich liebe die Sonne, ich schwör's dir. Jeden Morgen gehe ich in die Sonne rein, mache meine Meditation, mache mein Yoga... Und stelle mich erstmal dann auch so 5 Minuten einfach so hin in die Sonne rein und bin einfach nur noch dankbar und happy, Bro. Sonne ist life. Ich schwör dir. Das gibt. Ja. Aktivierung dieser kleinen Drüse spielen kann. Sungazing ist der Prozess, bei Sonnenauf- und Untergang in die Sonne zu starren. Während dieser Zeit ist das von der Sonne ausgestrahlte Licht nicht so stark. Was ist denn hochfrequente Energie? I like that. Is love energy. Love Energy. Ja? Diese Skepsis, Neid, Hass, Missgunst, niedrigfrequent. Liebe, Miteinander, Natur, Sonne, alles was gut ist, alles was positiv ist, schwingt hoch. Und Liebe ist die höchste Schwingung, die man als Mensch haben kann. Was das Betrachten sicherer macht. Viele Menschen, die Sungazing praktizieren, glauben, dass es gut für die Augen und die Zirbeldrüse ist, und helfen kann, das dritte Auge zu aktivieren. Die Idee, dass Sungazing helfen kann, die Zirbeldrüse zu aktivieren, mag wie Pseudowissenschaft klingen, aber einige Wissenschaftler haben bestätigt, dass Sonnenlicht die Zirbeldrüse stimuliert. Einige Wahrheiten gelten leider in der westlichen Welt als Pseudowissenschaft. Leider. Man kann bestimmte Hormone auszuschütten. Wie wir bereits gesagt haben, ist die Zirbeldrüse lichtempfindlich, weshalb Sonnenbaden sehr vorteilhaft sein kann. Aus diesem Grund ist es auch sehr wichtig, nachts in völliger Dunkelheit zu schlafen und tagsüber Sonnenlicht zu bekommen. Abgesehen davon, dass sie lichtempfindlich ist, wird die Zirbeldrüse teilweise durch die Einwirkung von Magnetfeldern aktiviert. Studien mit Vögeln und anderen Tieren kommen zu dem Schluss, dass die Zirbeldrüse Magnetfelder überwacht und dem Körper hilft, sich im Raum zu orientieren, indem sie als Navigationszentrum fungiert. Diese magnetische oder rezeptive Kapazität erklärt auch,
warum geomagnetische Stürme und Umweltstress die Zirbeldrüse beeinträchtigen und zu Problemen mit dem zirkadianen Rhythmus führen können. Das Herz erzeugt auch ein starkes elektromagnetisches Feld, das den gesamten Körper durchdringt. Wenn das Herz mit den hohen Frequenzen der Liebe und des Mitgefühls aktiviert wird, wird sein elektromagnetisches Feld verstärkt und erweitert. Die Empfindlichkeit der Zirbeldrüse gegenüber elektromagnetischer Energie bewirkt, dass sie zusammen mit dem Herzen zu vibrieren und zu aktivieren beginnt. Wenn diese beiden Organe zusammenwirken, öffnet ihre hohe Schwingung ein drittes Auge für größere Inspiration, Intuition und innere Vision. Aufgrund der Verbindung der Zirbeldrüse mit räumlicher Orientierung und zirkadianen Rhythmen verschiebt sich unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit oft, wenn sich die Zirbeldrüse in einem stark erregten Zustand befindet. Solche Erfahrungen werden seit Ewigkeiten von Meditierenden erwähnt. Und dies ist auch der Grund, warum die Zeit während der Meditation so unterschiedlich ist. Eine weitere unglaubliche Art, die Zirbeldrüse zu stimulieren, ist die erhebende und heilende Kraft des dritten Augenkusses. Wenn Sie schon einmal jemanden auf die Stirn geküsst haben, dann wissen Sie, wie interessant intensiv das ist. Sie werden erstaunt sein, wie etwas so Einfaches so emotional sein kann. Ein Kuss auf die Stirn repräsentiert einen Kuss auf das dritte Auge. Es geht viel tiefer, als die meisten Menschen erkennen können. Es ist, als würde man die Seele der Person küssen. Gib mal Adresse, ich will dir ein T-Shirt schicken. Bro, ich bin in Mexiko. Schwierig. Menschen berühren normalerweise nicht unsere Stirn. Wir haben unsere Hände gehalten und so weiter, aber unsere Stirn ist einfach anders. Wenn die Lippen auf die Stirn treffen, ich küsse deine Zirbeldrüse, haben wir das Gefühl, von innen heraus erwacht zu sein. Ein Kuss stimuliert sowohl die Zirbeldrüse als auch... Ich muss ein bisschen schneller machen. Laura wartet gerade. Ich will jetzt hier nicht zu lange rumhängen. Ich sag dir ehrlich, ich wollte eigentlich gar nicht live kommen, aber ich habe mir gedacht, come on, lass uns kurz ein bisschen Love verbreiten, ein bisschen Energy, ein bisschen Liebe. Hypophyse. Das Ergebnis ist die Freisetzung von Melatonin. Melatonin ist eigentlich das, was uns hilft, gut zu schlafen. Im Grunde könnte uns ein guter Nachtkuss auf die Stirn also mehr nützen, als wir uns vorstellen können. Der Kuss auf das dritte... Kurz Taco in Man Vishu. ...wird ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens hervorrufen. Wenn Sie etwas skeptisch sind, versuchen Sie es mit Ihren engen Freunden oder Ihrer Familie oder Ihrem Partner. Erlauben Sie der göttlichen Berührung, Sie zu beruhigen und auch Sie selbst. Je mehr Sie dies tun, desto mehr werden Sie die Ergebnisse bemerken. Der Kuss auf das dritte Auge ist eine sehr erhebende Erfahrung für alle, die die richtigen Menschen um sich haben und natürlich die richtigen Umstände. Eine andere Möglichkeit, Ihr drittes Auge zu öffnen, ist ein aufgeladener Amethystkristall. Diese Übung... Vergleich mal die Kristalle da mit dem, den ich gerade umhab. Am besten draußen in der Natur durchgeführt. Und wenn die Sonne entweder aufgeht, untergeht oder am höchsten Punkt am Himmel steht. Sie können damit auch bei Vollmond experimentieren. Nehmen Sie Ihren aufgeladenen Kristall und platzieren Sie ihn in der Mitte Ihrer Stirn, direkt über Ihren Augen. Atmen Sie ein paar Mal tief ein und aus und stellen Sie sich dabei vor, wie die violette Energie des Amethysten in Ihr drittes Auge eindringt und es mit aktivierter Energie füllt. Halten Sie den Amethyst fest, schließen Sie die Augen und schauen Sie direkt in die Sonne. Lassen Sie die Sonne den Kristall erwärmen und aktivieren Sie ihn. Sobald sich die Sonne und Ihr Kristall treffen, atmen Sie 7-mal tief ein und aus. Möglicherweise müssen Sie diese Übung ein paar Mal wiederholen, aber wenn Sie sie in Verbindung mit Meditation und einer gesunden Ernährung verwenden, sind Sie auf dem besten Weg, Ihr drittes Auge aufzuladen. Indem Sie Ihr drittes Auge aktivieren, können Sie die Anblicke und Klänge der bisher verborgenen Welt sehen, verstehen und genießen, wodurch Sie Ihr gegenwärtiges Leben optimieren und perfektionieren können, indem Sie diese riesige Reserve an neuen Informationen nutzen. Werden Sie ein erfahrener Beobachter des Unsichtbaren? Machen Sie das Unmögliche möglich und setzen Sie Ihr volles Potenzial frei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat... Ich küsse dein Herz. Universum in dir. Jetzt kriegst du auch mal ein Abo. Die Dame hat doch echt eine angenehme Stimme, muss ich sagen. Also, ich mag ihren Kanal. Ich mag ihre Videos. Eine geile Sache, Freunde. Oder? Bruder, das ist echt unvorstellbar. Viele Dinge sind unvorstellbar, bruv.
Es ist auch unvorstellbar, dass Leute mit Energien geheilt haben. Tumore sind verschwunden mit Meditation und so. Kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen, aber ist wirklich wahr. Kann man sich aber auch nur nicht vorstellen, weil uns das immer so als utopisch verkauft wird, weißt du, wie ich meine? Weil die uns so erzogen haben, dass wir nur an gewisse Dinge glauben und alles andere als Humbug abstempeln, so.